Am Gleis 4 haben es auch heute wieder viele Reisende eilig. Einige laufen durch den Gefahrenbereich unmittelbar am Gleis. Diese schraffierte Zone auf den Bahnsteigen sollen Fahrgäste aber unbedingt meiden, sagt die Bahn. Denn hier besteht die Gefahr, auf die Gleise zu stürzen. Wir haben im Prinzip drei wichtige Sicherheitsmaßnahmen an den Bahnsteigen. Das eine ist, dass wir durchgängig Lautsprecherdurchsagen machen bei einfahrenden oder durchfahrenden Zügen. Wir haben Hinweisschilder an den Bahnsteigen. Das Wichtigste ist aber, dass man als Reisender immer ausreichend Abstand hält zur Bahnsteigkante. Dafür haben wir diese weiße Linie an den Bahnsteigen und die sollte man erst übertreten, wenn der Zug tatsächlich zum Stillstand gekommen ist. Kurz vor dem tödlichen Unfall gab es gestern Abend offenbar Gedränge auf dem Bahnsteig. Der 53-jährige Mann wollte noch seinen ICE erreichen. Er rannte los. Dabei stieß er mit einem anderen Mann zusammen. Der 53-jährige stürzte ins Gleis und wurde vom ICE überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle. Ob den anderen Fahrgast eine Schuld trifft, untersucht die Polizei jetzt. Eng wird es oft auf den Bahnsteigen im Kölner Hauptbahnhof. Laufen oder stehen an der Bahnsteigkante, das kommt für viele nicht in Frage. Das ist gerade ein Gefahrenpotenzial. Ne? Die Menschen denken, glaube ich, selber nicht, wie zum Beispiel jetzt hier die Dame, die läuft mit ihrem Koffer hier vorbei. Achtet nicht auf die Abstände, kann ich mir vorstellen, und dann passiert halt sowas. Ne? Also ich halte mich immer hinter diesen Streifen auf und dann passe ich auf, dass mich nicht jemand wegdrängelt. Ne? Ich stehe zum Beispiel wie hier, wo nicht so viele Menschen lang gehen. An der Bahnsteigkante ist es gefährlich, denn Züge kommen selbst bei Notbremsungen nicht sofort zum Stehen. Also lieber Abstand halten, keine Hektik aufkommen lassen und im Zweifel die nächste Bahn nehmen.